Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Plants vs. Zombies mit mir. Edwigmann, beim letzten Mal sind wir am Dach angekommen. Und wir fangen auch direkt einfach mal an mit dem Cabbage Pot. Und wie wäre es denn mit ein paar... Also ein Cherry Bomb wäre nicht schlecht. Ich mache mal einen Cherry Bomb mit, dann hole ich mir den Repeater mit. Oder auch nicht. Ich hole mir die Snow Pea mit. Oder die Threepeater. Na. Okay. Dann hole ich mir die Walnut mit. Und mehr bräuchte ich eigentlich schon fast nicht. Na, sieh mal einer an. Die Squash vielleicht noch. Aber das war's dann echt schon. Ich muss aber noch was. Da hole ich noch den Pumpkin mit. Der ist immer gut. Und. Bungee-Zombie. Was mache ich denn mit dem? Wer weiß. Vielleicht bringt der ja was bei denen. Ich bin mir ja selber jetzt gerade nicht sicher. Ready, set, go! Hier eine Sunflower hin. Man kann logischerweise nur in den Blumentöpfen. Töpfern. Blumentopfen. Macht irgendwo Sinn, oder? Irgendwo, ich sag nicht, dass es Sinn macht. Vielleicht macht es ja auch hier keinen Sinn. Aber irgendwo, glaub mir, es macht Sinn. Eine Squash. Dann. Bam 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 bam. Das Problem ist mit den Erbsen. Kann ich nur in der Linie schießen. Aus diesem Grund muss ich aufpassen, was ich tue. So. Das hieß ja jetzt erstmal 5-1. Alles kein Ding. Das größere Problem ist wohl eher die Tatsache, dass es noch schwieriger wird. Aber ich mag diese Level eigentlich. Ja. So schlimm ist es auf dem Dach nicht. Geht schlimmer. So. Wie gesagt, ist noch 5-1, das ist Kinkerlittchen. So, dann haben wir jetzt überall hier schon mal. Oh Gott. Jetzt hole ich gleich die Snow Peas raus. Weil auf der Ebene, wie schon gesagt, können die schießen. Oh nö. Das war's für die Sunflower. Doch zum Glück habe ich eine neue gepflanzt. Wäre ein Dilemma, wenn nicht, ha? Komm. Oh je. Ich hätte noch vorher was trinken sollen. Heute viel aufgenommen. Das reizt schon mal ein bisschen. Ja. Ich weiß, wovon ich rede. Na, was will ich hier noch mit Snoopy hin? Erstmal die ganze Reihe mit Snoopys voll machen und dann geht's weiter. Ich glaube, mehr brauchen wir auch schon gar nicht mehr. So einfach ist das. Jetzt werden noch ein paar weggeholt. Na dann schieß mal los. Welch Dilemma. Schwupp. Hm.
Schwört gern. Aber, naja, ist ja jetzt hier nicht mit Problemen verbunden, ne? Piu! Apropos Flowerpots! Jetzt können wir nämlich richtig loslegen. Oh! 5-1. Ätzend. So! Hey, Neighbor! It's new items for sale! Oh. Ja. Roof Cleaners. Ich hab 2000. Oh. Ich hätte gern so welche. Ich weiß, worauf ich spar. Ja, dann machen wir, hä? Huh? Ha. Huh. Bedeutet Tollnut. Und auf jeden Fall die Flower. Also Cabbage. Blablabla. Squash. Sunflower. Cherry Bob. Wie wäre denn mit einem Repeater? Und den Snoopy kommt. Was soll der Geiz? Und los geht es. Ja, hier von den Flowerpots werden wir wohl noch genug brauchen. Leider Gottes. Ich werde auch genug Sonnenblumen basteln, damit wir auch richtig schön viel bauen können. Mit denen, da haben wir noch ein bisschen Zeit. So, machen wir die zwei rein. Auf jeden Fall schon mal Sonnenblumen. Dann schauen wir mal weiter. Wie sich das Ganze so entwickelt. So. Brains. So. Das ist erst der Anfang. Nochmal ein paar Sunflower. So, jetzt haben wir genug Sunflower. Energy. Mehr als genug eigentlich. Bam 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 bam. Das sind noch keine gefährlichen Zombies. Deswegen mache ich mir auch noch keine Bedenken. Oh, oh, dann werde ich mal hier einen hinbauen. Ja. Und hier. Ha! Was ist denn da passiert? Na, du Arsch! So. Ja. Zum Glück ist die Reihe mir echt nicht wichtig. Huge wave of zombies is approaching.
so. Da kommt ein Repeater hin, damit das ein bisschen beschleunigt wird. Die ganze Chose. Komm, hau weg den Kranz. Oh nein, du Monstrum. So, dann. Ja, hier doch. Ja. Torn hat nicht schlecht, ha? Huh? Ah. Hier könnte ich eigentlich noch Cabbage Pulse draufbauen, aber. Übertreib! Nein! Falsch gesetzt! Ah! Egal, dann geht der da schneller. Damit warte ich dann doch noch etwas. Zack! Pam! Down! So. Kommt da noch eine Tornat hin? Und da unten noch ein Repeater. So. Dann haben wir hier den Salat. Ah! Das haben wir nicht alle zusammen gelacht. So. Dann kann ich jetzt tatsächlich noch ein paar Cabbage Pulse bauen. Ja, du bist bald weg. Oh je, was kommt jetzt? Da holen weg! Hier unten läuft eh nix. Paui! Und unsere nächste. Der Kernel? Flinks Corn Kernels. Also ist das Kernel Pult. And Butter at Zombies. Zombies. Also, es ist zufällig, ob Butter oder Korn auf die Zombies fliegt.